Seit gestern kann man den neuen Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle direkt auf Amazon Prime Video streamen. Sehr zum Leidwesen von Regisseur Doug Liman, der, als er diesen Film gemacht hat, schon der Versprechung sich gegenüberstand, dass er einen Kinofilm produziert und ziemlich erbost darüber ist, dass der Film nicht im Kino startet, sondern direkt auf Amazon Prime Video. Denn die Verabredung war, wenn er einen richtig guten Film macht, dann kommt er auch auf die Leinwand und er findet, er hat einen richtig guten Film gemacht. Schauen wir doch mal zumindest, wie es mir dabei ging, sich diesen Film anzusehen. Zu schauen, denn die Rede ist von Roadhouse, dem Remake des 1989er Film mit Patrick Swayze damals in der Hauptrolle, der für viele im Laufe der Jahre ja auch zum Kultfilm geworden ist, kommt jetzt also hier als neue Version in die heimischen Wohnzimmer, Leinwände, Fernseher, Laptops, Tablets, im schlimmsten Fall Handys. Mit Jake Gyllenhaal eben in der Hauptrolle, geht 123 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und seit dem gestrigen 21. März eben streambar. Ein Actionfilm, der ordentlich hau drauf mit Schmackes ist, dessen Geschichte aber arg dünn daherkommt und auf künstlich etwas oder deutlich düsterer gehalten wird, aber wiederum in einem sehr paradiesischen Setting verfrachtet, sodass da einiges clasht in vielen Momenten und ich so dachte, wow, eine Menge von den Figuren hier sind austauschbar. Jake Gyllenhaal ist wahnsinnig in Topform. Der hatte anscheinend Körperfettwert von unter 10%, so wie der da aussieht. Und wenn es dann mal zur Sache geht, dann gibt es auch richtig auf die Fresse. Und ich dachte dann so bei manchen Shots, wenn die Kamera eine Ego-Perspektive wechselt, alter Falter, finde ich ehrlicherweise ganz gut. Auf der anderen Seite, in Zeiten von John Wick und Co., fehlt dann schon auch wieder ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Und so kann man zumindest sich genüsslich durch diese Kampfszenen, die ab und zu dann auch zu arg unterschnitten werden, zwar seine Freude haben, aber den Film dann auf 2 Stunden aufzublasen, reicht dann in den seltensten Momenten, um irgendwie was zu erzählen, wo ich sonst erzählerisch dranbleibe. Aber eines nach dem anderen. Worum geht es erst einmal? Es geht um Elwood Dalton, der ein ehemaliger MMA-Fighter ist, der suizidal unterwegs ist, ein Trauma mit sich trägt und der ein Jobangebot bekommt, nämlich auf eine Bar aufzupassen für $5.000 die Woche an der Küste Floridas. Und er hat eigentlich keinen Bock auf die Nummer, aber für 20 Riesen im Monat lässt er sich zumindest überreden, da mal reinzuschauen. Und tatsächlich ist diese Bar ehrlicherweise ziemlich nett mit so Surfschule und Co. hinten dran. Muss ich aber feststellen, da kloppen sich andauernd Leute. Warum auch immer, die sich die ganze Zeit prügeln, gibt es dann aber auch noch eine Biker-Gang, die so richtig den Laden aufmischen will. Und irgendwie soll dieses Roadhouse weg, weil es fiese Machenschaften im Hintergrund gibt, aber nicht mit Dalton, denn der lacht zunächst und nimmt Sachen sehr lässig. Und es ist sehr charmant, wenn er auf sein Gegenüber zugeht und warnt, dass es sehr gefährlich werden könnte und fragt, ob er versichert sei und wie weit weg das nächste Krankenhaus sei. Und dann gibt es ordentlich Schmackes mitten ins Gesicht und auf sämtliche anderen Körperteile, eskaliert sich dieser Film dann aber hoch zu so einer Idee, dass man irgendwann, um dieses Roadhouse wegzukriegen, ein Psycho drauf losgehen lassen muss. Und das kennen wir aus den Trailern, dass hier Conor McGregor, der Octagon-Superstar, quasi sein Filmdebüt gibt. Und so Psycho, wie man ihn sonst bei seinen öffentlichen Promo-Auftritten früher erlebt hat, erlebt man ihn dann auch hier in Roadhouse. Mit dem ständigen fiesen Grinsen im Gesicht geht er los, aufgepumpt mit den Armen zur Seite, sodass er sich aber auch in keinem Moment normal bewegt und der einfach, also schauspielerisch, extrem schnell in seine Grenzen kommt. Und sie dachte, neben seiner irischen Spreche und so dieser dreckigen Art, dass er nie weiß, was als nächstes passiert und er gerne auch seinen Körper dahin gestellt zeigt, bleibt dann nicht viel übrig. Und das ist bei Roadhouse irgendwie auch so Bottomline, dass was übrig bleibt. Ein bisschen coole Physis, viel oben ohne und dann geht's voll rein, aber dahinter wird's schmal. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns Jake Gyllenhaal anschauen. Ich meine, dass der hier dedicated in diese Rolle reingeht, ist absolut klar. Der ist so austrainiert und gleichzeitig hat er sicherlich sehr Bock auf diese Rolle, aber die wird uns erzählt als jemanden, der vielleicht bereit ist, sich das Leben zu nehmen. Jemand, der ein tiefes Trauma in sich hat und das Foreshadowing ist dabei so groß, dass dieses häppchenweise Heranführen im Laufe des Films irgendwie so ein bisschen langweilig daherkommt, weil sich dann immer noch kein Charakter ergibt. Und ich mir so denke, es ist natürlich ganz nett zuzuschauen und auf den Moment zu warten, wenn er mal dazu langt, weil das der Ansatz des Filmes ist, wo man sagt, deswegen schaut man den wahrscheinlich. Aber dahinter verbirgt sich dann leider echt nicht viel und Jake Gyllenhaal ist nun jemand, der das kann. Und gerade wenn es so ein bisschen düsterer und selbstzerstörender wird, fällt mir als erstes der großartige Nightcrawler mit ihm ein, wo ich ihn richtig gerne mochte. Und da wirkt Doug Liman so, als könnte er mit dem Potenzial seines Hauptakteurs nicht so recht umgehen. Und bei Doug Liman ist es ja auch so, der hat so Filme gemacht wie ein Chaos Walking oder auch ein Jumper, wo viele sagen so, aber auch ein Barry Seal, den ich sehr mochte, ein Edge of Tomorrow, eine Bourne Identität, auch ein Mr. und Mrs. Smith. Bei dem weißt du halt nie so richtig, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und hier wirkt er so, als würde er nicht so richtig das aus Jake Gyllenhaal rausholen können, was da eben drin ist. Über Conor McGregor
McGregor habe ich gerade schon geredet. Der Psychopath auf der anderen Seite namens Knox gleich mehrfach auf den Körper tätowiert, damit man auch ja weiß, mit wem man es hier zu tun hat, ist er eben dieser bärtige Typ, der wie so ein tasmanischer Teufel alles kurz und klein macht, was vor ihm ist, wenn ihm nur einfach danach ist. Der kennt kein Gut und kein Böse, der kennt vor allem erstmal sich und was ihm im Weg steht, steht ihm im Weg. Und egal für wen oder gegen wen das ist. Ist natürlich sehr einfach erklärt, dieser Charakter. Mehr gibt's dann auch nicht. So muss der Film im Grunde das münden, was uns im Trailer auch angeteasert wurde, so eine Kopf-an-Kopf-Nummer, wo man nie zu nahe kommen darf, weil sonst wird's ziemlich auer. Und da muss ich auch sagen, mag ich zum Beispiel, wenn es Richtung Showdown geht, wie es gelöst wird. Ich finde das saftige Sounddesign in den Kämpfen, die Kamera, die ab und zu in die Ego-Perspektive geht, immer wieder so, dass ich dachte, ich konnte dem was abgewinnen. Auch wenn sie sich manchmal hier und da ein bisschen zu digital anfühlt und ein paar Schnitte zu viel drin sind, sind da trotzdem, glaube ich, jede Menge an Proben hinter, um das alles so einzustudieren und einzuchoreografieren. Aber hinter den Beinen, und Conor McGregor ist ja schon schauspielerisch erstmal nichts, worauf man sich irgendwie hier stützen könnte, wird es schon sehr, sehr mau. Wenn wir beispielsweise Billy Magnussen nehmen, als Ben Brandt, jemanden, der so die Fäden zieht im Hintergrund, ist der eigentlich ein Klischee-Abziehbild von jemandem, der unbedingt will, dass seine Sache durchgesetzt wird und dann eins nach dem anderen darauf losjagt, aber irgendwie auch so ein bisschen im Schatten seines Vaters agiert. Und ich fand das total austauschbar, vor allem, weil Billy Magnussen jemand ist, der durchaus anders kann, fand ich ehrlicherweise auch nicht gut genutzt. Und vor allem die gesamte Schurkenschaft ringsherum und um ihn wirkt so auch komplett abziehbar und nichts bleibt da so wirklich im Kopf. Auch wenn man das ein oder andere Gesicht zwar kennt, wird daraus nicht viel rausgeholt. Das zeigt sich ebenfalls bei Danielle Melchior, die Ellie spielt, eine Ärztin, die mal ganz kurz eine andere Perspektive, eine andere Stimmungslage, eine andere Tonlage mit in Roadhouse reinbringt. Aber das wird dann auch irgendwann so zack, abgetrennt und spielt dann keine richtige Rolle mehr. Und ähnlich geht es auch für Jessica Williams als Frankie, die Vorgesetzte, die Auftraggeberin, die so hier und da mal vorbeischaut nach dem Motto, hey, wie geht's und cool, dass du da bist und halt doch noch ein bisschen durch. Und ich frage mich so, okay, wozu brauchst du dann ehrlicherweise? Oder auch Joaquin de Almeida, der als Sheriff, der spielt immer so zwielichtige Typen, wirkt so wie aus einer Schublade gegriffen und dann reingesetzt ins Skript, weil sie sagten, genau so einen brauchen wir. Und da ist einfach so viel Foreshadowing dadurch drin, dass in dieser Besetzung so eine erzwungene Mentalität mit drin steckt, dass ich so dachte, ah, da kann der Film nichts Eigenes aufbauen. Die Kamera habe ich schon gesagt, ich mag ein paar Dinge. Aber was ich natürlich irgendwie irritierend finde, ist, dass dieses Roadhouse, was in der Dominikanischen Republik ist, der Film zu größten Teilen gedreht, richtig geil gebaut ist mit diesen Strohdächern, aber dann so einer kompletten Glasfront anscheinend auch richtig gut gebaut ist, weil das Ding den Hurricane Fiona im September 2022 komplett überstanden hat. Das clasht so dieses Paradiesische mit all diesem Düsteren und jetzt schlagen wir uns hier richtig die Fresse blutig. Und ich denke mir so, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Also nicht, dass sich auf die Fresse hauen immer als richtig anfühlt, aber so in der Gesamtstimmung des Films irgendwie konterkariert sich das zu sehr. Die Musik, ich mochte das, wenn die Band in diesem Roadhouse spielt, ansonsten ist es für mich okay. Kostüm und Make-up, viel oben ohne. Viele Apps zeigen, viele Six- und Eight-Packs und Muskulatur. Conor McGregor komplett nackt, klar, der sieht auch aus, als kannst du das dann auf jeden Fall bringen, aber ansonsten eine sehr luftige, entspannte, lässige Art. Ist es am ehesten wirklich das, wo ich sage bei Roadhouse, was die Effekte übrigens angeht, wenn es so Richtung Explosion, Feuer, Rauch geht, finde ich, sieht es mir auch zu digital aus und das schon zu Hause, da muss ich sagen, auf der großen Kinoleinwand hätte das bestimmt auch eher mau gewirkt, ist außer diese Kämpfe, wo ich dann einfach auch genau in dem Momentum Bock auf sowas hatte, am Ende einfach nicht viel übrig. Und das finde ich schade. Deswegen Jake Gyllenhaal, ich finde, der trägt den Film so weit, wie er kann. Aber bei weitem holt man nicht spielerisch aus dem das raus, was da ist. Ich mag die Kampfszenen, die manchmal wirklich fies sind, auch ein paar nette Ideen haben, wie man mit der Kamera umgeht und dieses Setting an diesem Haus, dass man das verfrachtet, an die Küste Floridas zumindest erzählt. Aber die Story ist so dünn und fast alle Figuren auswechselbar. Conor McGregor, das ist natürlich was für PR, super, aber darüber hinaus, da ist zu wenig Spiel da, was er kann. Der Film dann doch sehr absehbar und über 123 Minuten, wobei ich glaube, da 10 Minuten Abspann dabei sind, ist er zu lang, wird einen Kultstatus von seinem Vorgänger so nicht erreichen können. Und ja, wie schon eingangs erwähnt, also in einem Umfeld von John Wick und Co., ist es nicht mehr ganz so besonders, wenn da viel draufgehauen wird. Wenn wir die Tage auch sehen, wenn ich über Monkey Man rede, auch ein Film, bei dem extrem viel
Gewalt vor der Kamera stattfindet. Am Ende komme ich raus, wegen den aus meiner Sicht dann doch ganz saftigen und ordentlichen Kampfszenen, dafür, dass ein Actionfilm ist, bei 6,5 von 10 möglichen Punkten als Actionfilm. Am Ende bin ich bloß noch bei 4 und Luft nach oben spüre ich da ehrlicherweise nicht. Nicht ein Film, bei dem ich noch in ein oder zwei Wochen großartig mal zurückdenken werde. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Roadhouse, der Neuauflage, seit gestern auf Amazon Prime Video inkludiert für alle Prime-Kunden. Lasst mir doch gerne eure Meinung zu dem Film da, falls ihr ihn gesehen habt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.